Richtig. Und weg ist er. Na da, was willst du denn da? Ich weiß es gerade auch nicht. War da hinten irgendwo irgendwas, wo es weitergehen könnte? Muss da hochkommen. Hier? Also an einer der beiden Lücken, ich weiß nicht welche. Du Aber kannst da da. oben bin ich doch gestorben, als ich vorhin hoch bin. Vielleicht hätte ich da noch gar nicht sterben sollen. Du kannst die Shell. Nee, wie kommst du denn da jetzt hoch? Warte mal, guck mal, was da. Ah, ja, sehr gut, sehr schön, sehr schön. Da bist du gestorben, bei den Münzen nicht, richtig? Eieieiei. Ich glaube, das darfst du sogar die Shell töten. Ich hoffe es mal. Nein, So. nimmst du mal lieber mit, richtig. Schaden kann es auch nicht. Ach Ah, du Scheiße. es ist echt nicht schlecht gemacht, das Level. Es ist cool. Ist halt das House of Turner, ne? Ja. Uah! Ja. Du mich auch. Ah, und in Die die. Uhr, die böse Uhr. Ich wäre in die Uhr Das war eine reingegangen. Tür. Es ist Ja. tatsächlich eine böse Uhr. Ja, jetzt achte mal auf den Hintergrund, was da steht. Da steht gar nichts. Naja, noch nicht, weil du nicht alles gesehen hast. Ach so. L. Ja, du kannst es dir doch schon denken. O. Loser. Mann, Conan. Nach dem O kommt ein L und nach dem L kommt ein. Lol. Oh mein Gott! Wohin denn jetzt? Ach ja, super. Dafür hole ich mir doch den Pilz, dass ich gleich wieder auf die kleinen Blöcke drauf gehe. Musst du dich entscheiden, entweder nach links oder nach rechts. Wenn du nach links gehst, wirst du gleich bemerken, dass du erst nach rechts musst. Aber oh, ich wollte dich nicht spoilern. Das ist sehr gut, dass du mich da spoilerst. Ja, das wäre jetzt gleich einfach nur Das irgendeine erspart Barriere. uns eine Menge Ärger. Eben, naja, Ärger wirklich jetzt Und nicht. mir Das eine wäre Menge einfach nur. Frust. Ach Quatsch, du hättest gleich einfach nur gesehen, dass du da irgendwo nicht weiterkommst und dann wärst du jetzt zurückgegangen. Ja, aber es ist trotzdem schöner, wenn man gleich weiß, dass man jetzt richtig ist. Ja. Also die weißen sind, glaube ich, Goombas teilweise und die blauen mit, oder die anderen halt hier Koopas, ne? Sehr schön, zwei Leben, was will ich Leben. denn mit Leben? So, und jetzt wird's nett. Obwohl, es ist eigentlich nicht schwer. Versuch's mal nicht zu glitschen, irgendwie. Du bist schon gar nicht so falsch. Du musst halt einfach nur noch den grauen P-Switch mitnehmen. Sag ich dir jetzt einfach mal. Na, das war Fail. Du standest da oben gar nicht so falsch. Dort. Du kannst ja den P-Switch hier noch mitnehmen. Du musst ihn halt nur hochschmeißen da einmal. Ich spoiler dir, glaube ich, echt zu viel. Sehr gut, jetzt kannst du. Ne, du kannst den blauen direkt drücken, ne? Stimmt. Ja. Uah. Jetzt kommst du da durch die Blöcke auch durch. Wenn die Blöcke nicht so verbuggt wären, dass man die glitschen kann, wäre das echt ziemlich cool. Naja, du kannst alles breaken. Naja, nein, du kannst nicht alles glitschen, das stimmt ja nicht. Die sind einfach nur nicht perfekt programmiert, daran liegt es halt. Oder er hat irgendwas Komisches gemacht, keine Ahnung. Uah. Ja, das ist auch. Ja. Du bist eine Disco-Shell. Nee, es ist ein Disco, traurig Smiley. Jetzt langt's. Ich hab gesagt, jetzt langt's. So. Sehr gut. Kann auch keinen Schritt machen, ohne irgendwo gegen zu laufen, echt. Uah. Ich bin am Anfang oder nee, wo bin ich denn? Nee, du bist schon wieder weiter. Das war eben gerade die Barriere, die ich meinte, wo du dann hättest gemerkt, dass es ein Fail war. Ach so, okay. Jo. Ja, jetzt beginnt ja erst das richtige Puzzle. Was? Du musst mich verarschen.
Naja, aber das, also das richtige Puzzle, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann ist es relativ fies. Was das Blaue hier ist, weiß ich auch nicht. Sind irgendwelche Custom Sprites, glaube ich. Ich will jetzt endlich durch dieses verdammte Level, das ist schon wieder lang genug. Ja, das ist das einzig richtig coole Geisterhaus in dem Spiel. Obwohl, das ist eine Eisen. Man hier nicht so durchreisen kann, ist ärgerlich. Ja, wenn man überall gegen rennt. Schnell durchspielen klappt bei mir immer nicht. Ja, das ist bei dem Level auch blöd. Aber da steht wenigstens ein LOL im Hintergrund, also. Super, ja. Ja, jetzt wird's cool. Da hast du eine Feder. Ach du Scheiße. Was ist da denn? Hast du schon mal was bemerkt? Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Was will ich? So. Will ich nicht da hinten hoch, wo ich jetzt... Oh. Ja, das ist alles, was es hier gibt. Dann nehme ich halt mal eine Shell mit. Aber warum die grüne? Kriege ich einen Yoshi oder was? So, jetzt... Gut, nein, ich sag nichts. Mach mal bitte vorher Save States oder so. Bevor du da irgendwas gemacht hast. Okay. Bevor du irgendwas gemacht hast, sag ich. Also am besten, bevor du den grünen schon mitgenommen hast. Ich kann doch jederzeit da unten wieder rein. Ja, ich will dir ja nur nicht wirklich spoilern, was du schon falsch gemacht hast. Ach so. Ich laufe jetzt hier erstmal durch und guck mir das an. Super. Ach stimmt, du kannst wirklich jederzeit da wieder rein. Hast schon recht. So. Ja, nee, du musst kein Save immer. Es tut mir leid, du kannst ja jederzeit resetten. Ist blöd von mir gewesen, stimmt schon. Okay. Da, was machst du? Du bist eine weiße Shell, kenne ich nicht. Eine weiße, ja. Du bist auf jeden Fall eine blaue, ich nehme die blaue halt mit. Das ist eine Idee, die ist schon so gut. Auch wenn du wahrscheinlich noch nicht weißt, warum. Nehme ich mir noch eine Feder. Und die Idee, die du jetzt gerade hast, ist schon wieder... Ja, das ist schon cooler. Oh mein gosh. Warte mal, kann ich mich hier einfach nicht runterdrehen? Nee, da kommt ja was raus. Na, dann fliegen wir mal eine Runde. Huch. Ich sagte, wir fliegen mal eine Runde. Das ist auch wieder eine Top-Idee. Guck mal, du siehst doch schon, was du da machen musst. Ja, eben nicht. Naja, doch, klar. Guck mal, du siehst da zwei Blöcke und da kommst du nicht ran. Und warum? Weil du die kaputt machen musst, die Blöcke. Also, was willst du da drüben haben? Ja, aber ich komme in die Lücke ja gar nicht rein. Ja, deswegen hast du da unten ja auch was anderes bekommen, Mensch. Das ist doch so offensichtlich. Was ist das hier überhaupt für ein Quatsch? Ach, die aktiviert mir hier was. Ja. Ein Pilz habe ich hier bekommen. Da liegt ein Pilz. Und was hast du vorher bekommen? Eine Feder. Kombination? Nicht möglich, scheinbar. Nein. Ah. Nicht wirklich. Vor allem, ich komme doch hier nicht mit der Feder bis nach hinten. Ja, aber du kannst mit der Feder was machen, damit du da hinten groß wenigstens bist. Ich spoiler dich jetzt so krass schon und das merkst du nicht. Aber ich verstehe nicht, was das mit der Shell zu tun haben soll. Ja, die Shell kannst du gleich erstmal mitnehmen. Jetzt machst du dich bitte da hinten erstmal groß und gehst mit der Shell. Du weißt doch jetzt bitte, was du machen musst. Nein. Geh mal zurück. Nein, das ist Fail. So, ich bin jetzt hier, aber ich habe nichts mitnehmen können. Ja, das ist Fail. Geh mal hier wieder zurück. Hier ist noch eine Shell. Guck mal, du siehst... Leg mal die Feder... leg mal die Shell ab und drück mal Y. Oh. Darauf wäre ich nie gekommen. Das hast du schon so oft machen müssen. Das sehe ich, sowas sehe ich nicht. Schieben wir das mal auf die Uhrzeit. Keinster Weise. Nein, das brauchst du nicht auf die Uhrzeit schieben. Das hast du auch schon in Puzzle World 1 oder 2 oder so machen müssen. Und da hast du ja, aber nur weil ich das einmal machen musste, sehe ich das nicht die nächsten Male automatisch. Das kann sein.
Und jetzt soll ich mir hier eine blaue Cooper Shell basteln. Was kriegst du jetzt? Genau, du kriegst jetzt einen grünen, da ist ein kleiner Cooper drin und da machst du dir jetzt einen blauen Cooper. Ah ja, gut, das habe ich kapiert. Ja, immerhin, sehr gut. Es ist auch gar nicht so leicht, wie man denkt, glaube ich. Den grünen, brauchst du den noch? Ich glaube schon, ne? Obwohl es eigentlich relativ egal, welche Shell der schießt. Ich würde erstmal die drei Blöcke da kaputt machen dann. Yo. Natürlich nicht, wenn der da noch nicht. Ja, ich würde. Nein! Ja. Wieso der. Läuft der rein? Ja, da läuft der nicht rein. Nein, der läuft nicht rein. Achso, ich brauch den aber da drüben. Du solltest die grüne Shell, solltest du auf den Block legen, wo eine Shell hin soll. Jetzt hast du wieder Fail. Oder Blöcke sind, die dich klein machen. Ach, ich komm nicht. Ich brauch die erst kaputt, ja. So, jetzt machst du die beiden anderen Blöcke kaputt und versuchst das und legst die grüne Shell da links hin. Nein, 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 warte mal erstmal noch damit. Ist nee, jetzt noch hast... da? Ja, sehr gut. Nö. Nee, Mist. Nee, mein Gott. Sehr die Level sind einfach zu lang, das ist nicht gut. Nee, das ist ja gar nicht so lang, das ist einfach echt, ich finde es ganz cool gemacht. Na, es könnte schon wieder längst ein extra Level sein, aus meiner Sicht. Ja, das ist jetzt die letzte Welt, ich bitte dich. So, und ganz schnell da unten langlaufen. Ja, das war zu langsam. Beziehungsweise du hast blöd gescrollt gehabt. Ja. Aber es war, vom Prinzip her war es ja schon... Das ist jetzt ja kein Ding, das kannst du jetzt ja machen. Ne, du musstest irgendwie... Ne, es war wieder Fail. Ja, besser. Und du kriegst einen blauen Enzian. Ach, P-Switch meine ich. Wie denn mit dir? Ich will den da unten wahrscheinlich durchnehmen. Nee. Du musst dasselbe machen, was du vorhin schon mal machen musstest. Beziehungsweise durch dasselbe Objekt gehen. Durch das du vorhin schon mal gehen musstest. Durch eine Uhr. Richtig. Ach, Mist. Ja, das kannst du ja nochmal machen. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Wo war denn da eine Uhr? Ja, die siehst du schon. Das ist nicht so das Problem. Oder sollte es zumindest nicht sein. Hier weiß man das ja nicht. Du kannst dir theoretisch sogar nochmal zwei Federn holen, aber das ist unwichtig. Nee, kein Bock. Ja, gut. Ich will das Level endlich beenden. Ja, es ist auch gleich vorbei. Es ist mir echt schon wieder viel zu lang gewesen. Es hätten zwei Level locker sein können. Es ist einfach zu viel auf einmal, weiß ich nicht. Da wäre ich dann sowieso total unkonzentriert. Ja, bei dem Level ja sowieso. Stell dir mal vor, du hättest jetzt niemanden gehabt, der dir da irgendwas gesagt hat. Ach, also hätte ich nicht gecheckt. Ich habe bei dem Level Ewigkeiten gesessen. Also... Ich glaube, hätte ich nicht gezeigt. Also ich glaube, Cooler Cool wird extremst. Ja, das. Boah, das wird richtig cool. Ja, und cool, ne? So. Jetzt kommt der Boss. Der Big Boss. Oder nicht? Oder die Big Bosse. Die Hammerbrüder umgezeichnet. Oder beziehungsweise die Ground Pounding Coopers da. Ja, so gehen die irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Doch, doch, klar. Du machst alles richtig bisher. Halt einfach auf die drauf hüpfen? Klar, das sind die ganz normalen, die kennst du aus anderen Hacks. Einfach nur umgezeichnet. Da kommt überhaupt kein Treffergeräusch. Ja, das ist bei denen immer so. Ach so. Oh. Tschüss. Ich glaube, Spinjump darfst du nicht machen. Ich weiß es aber nicht. Obwohl, ich glaube, es war egal. Oder? Ich habe doch jetzt nur Spinjump gemacht. Ach so, echt? Die ganze Zeit nur Spinjump gemacht. Habe ich nicht richtig denn gesehen. Gut. So, jetzt kommt nochmal das kleine Puzzle hier am Schluss. So ein bisschen. Oh mein Gott. Ja, das ist ganz kurz. Ich bitte dich. Ja, ich sehe schon, aber... Ah. Sowas ist irgendwie doof. Auch wenn es ganz kurz ist.
Ist die Zunge verglitscht? Nee. Gut. Ups. Du kannst mal gucken, was da oben war. Ich weiß es gerade nicht. Du kommst da hoch. Ja, da komme ich nicht hin. Doch, da kommst du hoch. Kommst du ganz sicher. Dankeschön, dieses Ei war furchtbar. Ich bin Ninji aus der von der Widerstandsbewegung. Warum helfen wir nicht gegenseitig durch dieses Schloss? Jo, tun wir. Ja. Sorry, warte, ne? Warte, geh nochmal zurück, ich glaube, da konntest du hin. Ja, bitte. Aber ist jetzt egal. Ach, Mensch, da war doch bestimmt irgendwas Cooles. Ja, tut mir leid, aber das war bestimmt richtig cool. Was soll denn da oben sein? Da oben ist 100 pro noch was. Ich komm da aber... Wie soll ich da hochkommen, bitte? Du darfst nicht ganz schnell direkt nach links drücken, sondern erst, wenn du da oben... Ja, siehst Huch. Du da. Ich hoffe, das ist irgendwas Wichtiges, irgendwas Cooles. Wenn, dann ist es ein 3-Up-Moon. Leben hast du schon mal? Und? Ja, eine Yoshi-Coin. Siehst du, was richtig wichtig ist? Habe ich doch gesagt. Mhm. Ja, gut, entschuldige. Ja. So. Ah, das Level war cool. Ah. Oh. Jetzt stirbt er nochmal. Naja, mein Gott. Was will ich machen? So. Ja, kann er nichts gegen tun. Groß-Klein. Nein, da kam ja noch ein Level bevor. Vor dem Boss, vor dem letzten Level da. Super Mario Galaxy Musik. Episch. Wenn du willst, können wir jetzt auch die Aufnahme beenden. Wie ist das? Na, gut. Bei der Musik nicht. Die Galaxy ist es. Welche Galaxie ist es denn? Bui Base, oder wie man das ausspricht. Buio. Die hat Sony auch benutzt, die Musik, ne? Mann, ich will summen. Mein. So, ich bin schon wieder ruhig. Ja, aber da kann ich mich nicht konzentrieren, wenn ich so... Ich kann mich auch so nicht konzentrieren. So. Schon sagen. Ach Quatsch, es geht schon. Ah, Mann. Aber du, ich würde sagen, ganz ehrlich, das letzte Schloss hebst du dir erstmal noch auf. Ist das noch so lang? Das dauert so lang. Außerdem kommt dann noch eine ganze Welt, ne, das weißt du. Was? Es gibt 9 Welten, ich vergaß. Juhu. Ja, dann hören wir danach auf. Ja, dann machen wir danach das. Ein Part wird dann das ganze Schloss und dann nochmal 2-3 Parts, ne, 2 Parts noch die anderen. Wenn du davon ausgehst, dann wird das Schloss länger als ein Part wahrscheinlich. Nee, ich gehe davon aus, dass es nicht eigentlich, also an sich sage ich jetzt innerlich, denke ich, dass es kürzer als ein Part wird, deswegen wird es wahrscheinlich ein Part. Und das sage ich dann einfach mal so jetzt. Ach, 25 Minuten brauchst du dafür nicht. Nein, aber... Oh, war's das schon? Nee. Natürlich nicht. Oder? Würde mich jetzt stark verwundern. Nee, war's noch nicht. Du kommst nur erstmal raus und siehst, wie hässlich das Schloss doch ist. Aber diese Verarsche. Du bist ja schon gewohnt. Ach, aber es kann nicht mehr so lang gehen, weil es ist nur noch 270 Sekunden oder 280. Es sei denn, es kommt ein neues Zeitlimit, dann, dann bin ich... sage ich nichts mehr. Das ist aus Super Mario Galaxy, wusste ich auch noch nicht. Hm.
Das ist cool. Das ist im Original noch viel geiler, weil es halt da mit Orchestermusik ist. Ja, das ist... Das ist hier ja sowieso sehr, wie sage ich, kleinlich geportet. Aber es ist trotzdem die Hauptmelodie cool. Wird von so einem ganz leisen Ding immer gespielt, was ein bisschen schade finde, aber naja. Ach, das, was man hört, ist gar nicht die Hauptmelodie? Na doch, das ist die Hauptmelodie, aber die wird halt nur sehr leise gespielt. Naja, also... Also ich finde dafür, dass es schon möglich, locker möglich ist, andere Ports zu hören, die wirklich sehr orchestraler Musik nahe kommen, ist es ein bisschen schade, dass das nur so... Ja, es heißt ja nicht, dass derjenige, der den Port gemacht hat, das so kann. Ja, eben, richtig. Also ich kann sowas ja auch nicht. Ah, das Lied wär im richtigen, also in besser wäre das cool. Es ist schön, es ist auf jeden Fall so. Schön gemacht. Nur ich finde nur... Also nein. Ja, ich weiß schon, was du meinst oder wie du es meinst. Aber ich finde den Port an sich cool. Also es gibt echt viele, die nicht rankommen. Viele Ports. Ja klar, der ist richtig gut. Jo. Irgendwie macht das da außen keinen Sinn, aber gut, ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Ja, oder ist es jetzt so ein Schiff da außen? Ach, keine Ahnung, so eine Art Warship? Ja, irgendwie sowas scheint es darzustellen. Ist ja irgendwie komisch. Das SMB3 Schiff. Nur halt mit SMB-Grafiken gemacht. Weil es scrollt und es sind so Bullet Bills und... Ja. Cool. Irgendwie sowas. Soll's wohl sein. Also auch schon wieder so viel auf einmal. Ja, bei dir... die Bullet Bills weglassen oder den Zauberer weglassen oder weiß ich nicht. Ja, also ein bisschen viel. Musst du da rein? Nee. Nee, ging nicht, aber hier. Nee, auch nicht. Nicht. Schön wär's gewesen. Also wenn das Zeitlimit sich nicht gleich nochmal erneuert, dann ist das Level ja hoffentlich gleich mal vorbei. Ich hoffe es echt, weil das Level ist irgendwie ein bisschen komisch. So viel zum Zeitlimit. Ach, Kacke. Wunderbar, damit Waypoint. Ich glaube, dass Fraps uns eher die Aufnahme beenden wird, als wir sie beenden. Ja, das ist dann jetzt auch egal. Kann ich bemerke es ja sofort und wenn es dann plötzlich weg ist, wissen wir es ja. Jo. Weil, wie gesagt, der macht ja dann lustig bling und wird da oben auch zur gelben Zahl, das heißt. Jo. Genug Möglichkeiten, das mitzubekommen. Ach, das Level, das schaffst du hier noch hoffentlich. Und dann... Ich weiß, das habe ich bei mancher Level auch schon gesagt, aber... Das schaffst du hier schon. Ich glaube, ich guck mir jetzt demnächst nochmal Rauk House als Let's Play hiervon an, weil ich will gerne nochmal sehen, wie er das alles hier ohne Save States gemacht hat, ey. Das ist für mich... Das scheint mir echt unmöglich. Das ist auch richtig krass. Kann man nicht anders sagen. Blöde ist, der spricht so ein dialektreiches Englisch, weil er Englisch gar nicht als seine Muttersprache hat. Das ist relativ schwer zu verstehen. Ja. Ich glaube, wie heißt das? Franco-Kanadier oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall Französisch-Kanada da. Aus Französisch-Kanada. Was ist denn das für ein Kack? Da kommt man doch gar nicht rüber richtig gescheit. Ich hab gerade auch ein bisschen irgendwie den Eindruck, ich hab die blöd getimed. Wie ich das nicht wissen. Weiß ich nicht. Machen wir den mal weg, wollte ich sagen. Und wieder rein. Laden den mal neu. Na, wieder blöd, ne? Nö, der ist besser.